Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Und vielleicht ist euch der Kalender hier schon aufgefallen. Ein Original-Aldi-Kalender aus Deutschland. Und gestern war da immer noch das Blatt vom Februar da oben, ne? Jetzt habe ich ihn umgeblättert und wir haben endlich den aktuellen März da, ne? Der Aldi-Kalender ist ein Weihnachtsgeschenk aus Deutschland. Meine Frau hat sich sehr darüber gefreut, nicht nur, weil sie eine begeisterte Aldi-Kundin wäre, sondern auch, weil es so praktisch ist, ne? Da hat man für fast jedes Familienmitglied eine Spalte, ne? Sehr viel praktischer als die ganzen anderen Kalender, die man so zugeschickt bekommt mit weisen Worten vom Buddha und was weiß ich, ne? Selbst gemalt und drin und dran, ne? Aber Aldi, sehr praktisch, ne? Also gut, wir sind eigentlich fünf in der Familie, wir könnten noch eine Spalte mehr gebrauchen, aber wie ihr seht, so viel steht da ja auch noch gar nicht, ne? Das liegt zum einen natürlich auch an Corona, dass viel, besonders in meinem Fall, Vorträge oder so, die gar nicht stattfinden. Zum anderen liegt es auch daran, dass ich eigentlich alle diese Videos immer schon ein bisschen im Voraus aufnehme. Das heißt, der Grund, weshalb da bis gestern noch der Februar hing, ist, dass, ja, da war noch gar nicht März, ne? Allerdings, ja, man vergisst auch manchmal, besonders eben ich halt, während hier der Corona-Zeit, so vielleicht ging es euch seit dem letzten Jahr manchmal auch so, dass man ganz ein bisschen so vergisst, ist es eigentlich noch Februar oder ist es schon März? Haben wir jetzt eigentlich Winter oder ist es schon Sommer, ne? Fühlt sich alles irgendwie gleich an. Im Antaishi ging es mir manchmal so, der Februar hat ja bekanntlicherweise immer 2, 3 Tage weniger als die anderen Monate, ne? Und in Antaishi, die Wochentage spielen keine Rolle, ne? Also, ob jetzt Montag ist oder Freitag, ne? Wenn du da die Mönche in Antaishi fragst, die müssten erstmal lange nachdenken und wären immer noch ratlos, denn der Klosteralltag, das richtet sich immer nur nach dem Tag im Monat. Vom 1. bis 5. ist jeden Monat Session, ne? Also jeden Tag, jeden Monat die ersten 5 Tage Session. Und dann der Tag nach dem Session, der 6. ist ein freier Tag. Und danach läuft es in 5 Tageszyklen, das Programm. Also die nächsten 3 Tage sind reguläre Arbeitstage. Das heißt, es wird morgens von 4 bis 6 meditiert und dann abends von 6 bis 8. Jeden Tag 4 Stunden sitzen und dazwischen, wenn es hell ist draußen, Arbeit auf den Feldern. Und der 4. Tag in diesem 5-Tageszyklus, also das wäre zum Beispiel nach dem 6., 7., 8., 9., wird gearbeitet und morgens und abends meditiert. Und der 10. ist ein Ein-Tages-Sesshin, also das, was oft in Deutschland Sazenkai heißt. Man sitzt dann von morgens bis abends. Im Fall von Antaishi nur bis um 3 Uhr, aber das sind dann 10 Stunden von 4 Uhr morgens. Wird 5 Stunden gesessen, dann um 9 Frühstück und eine halbe Stunde Pause und dann von 10 bis 3 wird gesessen, das sind 10 Stunden. Und wir nennen das ein Tagessäckchen, ne? Obwohl es, naja, kein richtiges Säckchen ist. Und dann der Tag danach, der 5. Tag im Zyklus, ist wieder ein freier Tag. Das heißt, alle Tage, die eine 6 oder eine 1 hinten dran haben, außer dem 1. im Monat, sind freie Tage. Und am 1. März, also vor 3 Tagen, da fängt dann immer das März-Sesshin an. Und weil der Februar halt ein bisschen kürzer war als die anderen Monate, hat man immer das Gefühl, was schon wieder Sesshin. Wo sind meine
zwei Tage am Ende des Februars, die ich eigentlich noch in Ruhe mich ausruhen wollte oder noch ein Buch lesen wollte. Schon wieder Sächchen und jetzt wieder 5 Tage auf dem Kissen. Vielleicht kennen das manche von euch, ne, die in regelmäßigen Abständen Sächchen machen, dieses Gefühl schon wieder Sächchen. Und in Antaishi wird während der Sächchen nur zweimal gegessen. Frühstück um 9 und dann das zweite Essen, so ein Mittelding zwischen Mittagessen und Abendessen, dann um 3 Uhr nachmittags. Und in der Regel kommt da Reis auf den Tisch und Miso-Suppe und dann während der Sechin oft 3 Nebengerichte. Je nachdem, was der Koch so zur Verfügung hat. Im Winter sind das die Gemüsesorten, die man am Ende des Herbstes so geerntet hat. Ne? Also Daikon-Rettich, Mohrrüben. Zum Teil schon leicht angegammelte Kürbisse und Chinakohl, der ebenfalls dann unter dem Schnee langsam anfängt zu verderben. Aber wenn man die äußeren Blätter dann abnimmt, man kann ihn noch essen. Gobo, ne, also Schwarzwurzel heißt das auf Deutsch. Kartoffeln, ne, die Kartoffeln, die halten sich ganz schön. Ne? Und Sojabohnen haben wir in der Regel dann auch noch. Daraus muss der Koch dann 3 Nebengerichte zaubern. Ne? Also jeder, der schon mal in Japan gegessen hat, der weiß, dass gewöhnlich eine japanische Mahlzeit, die Hauptspeise ist Reis und es gibt immer eine Suppe dazu und dann nicht in Gängen, wie zum Beispiel in der französischen Küche nacheinander in Gängen, sondern da steht dann oft ein halbes Dutzend oder so andere Teller vor einem und man isst das nicht nacheinander, sondern sozusagen nebeneinander. Ne? Man isst ein Stück hiervon und dann nimmt man den nächsten Teller und isst ein Stück davon und isst das dann alles auf. Und es kam vor einigen Jahren mal vor, dass da am 1. März, am ersten Tag des Sechins um 3 Uhr. Eines von diesen Nebengerichten waren Kuchen. Und das kommt immer wieder vor, dass so ein Koch in Antaishi, natürlich in der Hoffnung, dass das allen schmeckt, ne, eine süße Speise macht, einen Nachtisch. Ne? Wobei ich dann immer mir sage, ja, aber ich verstehe das Gefühl, ne? Und ich meine, im Westen haben wir ja auch oft, folgt der Mahlzeit ein Nachtisch, ne? Aber in Japan, in der Regel, von diesem halben Dutzend Nebengerichten, da ist keine süße Nachspeise, ne? Sondern da ist was Gekochtes, vielleicht auch was Gebratenes, ne? Das meiste ist eher salzig, vielleicht ist da auch was Süß-Saures dabei, ne? Aber ein Kuchen passt eigentlich nicht zu Reis und Suppe und anderen Gemüsegerichten, ne? Und gut, Sechin, 5 Tage Schweigen, ne? Also ich hätte dann den Koch am liebsten gleich am Tisch angemotzt, ne? Hey Junge. Du musst noch lernen, wie man hier in Japan kocht. Ne? Aber gut, ich habe das sozusagen dann erstmal gespeichert. Okay, wenn das Sechin dann zu Ende ist, am 5. Tag abends, da werde ich dem Koch was sagen. Ne? Was mich noch gestört hatte, in dem Stück Kuchen, das vor mir stand, war eine Kerze. Ne? Mit Licht an. Ne?
eine brennende Kerze, wie soll ich das essen? Ne? Wie soll ich ein Stück Kuchen essen, in dem eine brennende Kerze steckt? Ne? Zumal wir haben ja Strom, ne? Also das Licht war an, kein Bedarf für eine Kerze, die in einem Kuchenstück steckt. Ne? Was soll ich damit anfangen? Ne? Ich habe mich umgeguckt, die anderen hatten zwar auch jeweils ein Stück Kuchen vor sich stehen, aber da war keine Kerze, nur bei mir war die Kerze. Was stimmt nicht mit dem Koch da? Der muss ja eine Schraube locker haben. Und tatsächlich brauchte ich eine Viertelstunde oder so, ne? Am Ende der Mahlzeit, als ich endlich dann auf die Idee kam, ich kann ja auch mal die Kerze da auspusten und rausnehmen aus dem Stück Kuchen, fiel mir ein, 1. März, das ist mein Geburtstag. Das ist mein Geburtstag. Man wird älter, ne? Also bis zu meinem 30. Lebensjahr oder so ist mir das kaum passiert, aber dann immer wieder, ne? Auch eben weil halt Session ist, ne? Und man kriegt diesen Übergang vom Februar in den März nicht mehr mit, ne? Ja, gut, dass es mir noch aufgefallen ist, bevor ich den Koch angemotzt habe, ne? Der Koch, ja, wollte mir zum Geburtstag gratulieren und alles, woran ich gedacht habe, ist, wie ich den dann in 4 Tagen am Ende des Sessions anmotzen werde. Sowas kommt vor. Sowas kommt einem sogar als Zen-Meister manchmal vor, ne? Insofern gut, wenn man die Gelegenheit hat, einfach mal sich hinzusetzen und den Mund zu halten. Dafür gibt's die Session auch.